Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Maus Akrobat und ja, in Hamburg herrscht seit gestern Maskenpflicht. Deswegen will ich natürlich jetzt hier auch als gutes Beispiel vorangehen und euch nicht anstecken, aber trotzdem weiter für euch Videos produzieren. Und wir wollen uns heute angucken den T54E1, der ja mittlerweile kein Medium-Tank mehr ist, sondern mit dem Patch 1.9 jetzt Heavy-Tank geworden ist. Und da wollen wir uns jetzt einfach mal angucken, was hat sich geändert. Und ich habe selbstverständlich für euch Gameplay dabei. Viel Spaß! Ja, und wirklich viel hat sich nicht geändert, außer dass der T54E1 jetzt quasi die Bezeichnung Heavy-Tank erhalten hat. Aber grundsätzlich hat sich an der DPM nichts geändert. Ich habe jetzt hier einfach mal den T54E1 Stand 1.8 aufgerufen und den T54E1 Stand 1.9. Und da sehen wir dann auch schon, wie gesagt, an der DPM hat sich nichts geändert. Was sich geändert hat, ist der Topspeed. Er hat jetzt nur noch 35 km/h statt vorher 43,5 km/h. Was ein bisschen komisch ist, weil es hat sich an der Panzerung nichts geändert. Es hat sich auch an der PS-Zahl nichts geändert. Ihr seht das hier, 810 PS. Vorher hatte er auch 810 PS. Also alles in allem, ja, trotzdem jetzt halt einfach 7,5 km/h langsamer. Egal. An der ganzen Waffenhandhabung hat sich nichts geändert. Die einzigen Änderungen, die wir wirklich haben, ist die Reduzierung des Topspeeds. Wir haben 100 HP mehr, von 1750 auf 1850 HP. Und meiner Meinung nach die essentielle und wichtigste Veränderung überhaupt an dem T54E1 ist ganz klar die Durchschlagskraft. Die war vorher bei 210 mm und ich weiß gar nicht, ob man hier auch Apizia, die war vorher dann bei 255 mm. Also wir haben hier nur 210 mm und das hat das Ganze immer so ein bisschen schwierig gemacht. Jetzt hat er 248 mm auf der Standardmunition. Also es ist jetzt keine Premium-Munitionsschleuder mehr, sondern man kann ihn jetzt ja wirklich hervorragend auch mit der Standardmunition spielen. Und wenn ihr dann wirklich mal Premium-Munition braucht, habt ihr jetzt mit der APCR 310 mm. Also alles in allem ist das wirklich ja mit den 100 HP die einzig nennenswerte Änderung. Macht ihn aber meiner Meinung nach deutlich spielbarer, gerade für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so viele Credits überhaben, dass sie den mit Premium-Munition only spielen, wie das vorher viele gemacht haben. Mittlerweile, wie gesagt, kann man mit der AP hervorragend arbeiten und wenn ihr dann wirklich mal vor sowas wie einer Maus oder einem EN100 oder Type 5 steht, dann könnt ihr durchaus mal ein APCR-Magazin laden. Also das sind die einzigen Veränderungen. Ihr seht, es ist nicht viel und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal an, wie der Panzer im Spiel performt. Ich habe ihn ja sowieso schon lange nicht mehr vorgestellt. Ja, die erste Runde, die ich für euch dabei habe, ist ja als Top-Tier entstanden. Wir haben hier auf beiden Seiten 4 Neuner, dann ein paar Achter und der Rest aufgefüllt mit 7ern. Also perfekte Bedingungen. Wir haben auch nur eine Arti auf beiden Seiten. An der Panzerung, hatte ich ja schon gesagt, hat sich auch nichts verändert. Das heißt, er ist jetzt nicht irgendwie groß widerstandsfähiger geworden. Man kann mit der Turmpanzerung hier und da was bouncen, aber grundsätzlich ist sein Aufgabengebiet eigentlich komplett gleich geblieben, auch wenn er jetzt ein bisschen langsamer ist. Ihr könnt ihn nach wie vor genauso spielen, wie als er noch Medium war. Ihr solltet versuchen, irgendwie die Heavys zu unterstützen, euch so zu positionieren, dass immer wenn irgendwo Schüsse ausgetauscht werden oder Gegner vielleicht unvorsichtig pushen, dass ihr dann da seid und mit euren 4 Schuss A 400 Alpha Schaden, beziehungsweise 390 Alpha Schaden, so rum, dann den Gegnern wirklich arg zusetzt. Das ist so euer Aufgabenspektrum. Ihr seid also nicht irgendwie der dicke Heavy, der jetzt wirklich vorne tankt. Das ist so ein bisschen wie beim 50-120. Ihr seid ein Unterstützungs-Heavy. Ihr habt auch nicht die Turmpanzerung von dem Emil 2, wo ihr euch einfach dann no fucks given irgendwie vor den Gegner stellt, sondern ihr solltet versuchen, schlau zu agieren, immer nur dann zu pieken, wenn ihr euch sicher seid, ihr könnt gleich das ganze Magazin machen oder ihr habt den Luxus, dass der Gegner gerade abgelenkt ist und gar nicht auf euch schaut. Jetzt sind wir hier vorsichtig auf Airfield oben auf den Balkon drauf gefahren. Das ist, denke ich, auch eine gute Position für so ein T54E1. Ihr könnt bei Bedarf unterstützen bei den Heavys. Ihr könnt aber auch, wenn hier die Gegner irgendwie in der Mitte Faxen machen, das bestrafen. Ich bin jetzt hier ein bisschen fokussiert auf den T54E1, weil es so wirkt, als wenn er jetzt hier gleich vorbeifahren wollte.
Jetzt bleibt er nochmal kurz stehen. Fährt jetzt aber weiter und das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Wenn ihr so jemanden habt, der da einfach quer vor eure Kanone fährt. Wir haben uns jetzt einen in Retour gefangen und nochmal einen vom King Tiger. Aber dafür haben wir komplett 1850 Schaden am T54-1 gemacht. Wir haben ihn jetzt mit dem letzten Schuss noch angezündet. Bitter für ihn, aber da jetzt zu dem Stadium des Gefechtes so quer vor den Balkon hier zu fahren, ist natürlich auch ein ja, Suizid-Move, möchte ich ihn mal nennen. Also dem Kollegen konnten wir hier schon mal unseren ersten Clip erfolgreich reindrücken. Jetzt steht da der Nächste, der darum bettelt, Schläge zu kassieren. Auch sehr blöd von dem Petten, obwohl er eigentlich gesehen haben sollte, dass ich mit meinem T54-1 hier auf dem Balkon stehe, fährt er trotzdem so weit vor und versucht hier irgendwie Druck aufzubauen. Steht da komplett offen zu meiner Position. Auch ich hatte es ja gerade vorgestellt, an der DPM hat sich nichts verändert. Ihr habt immer nach wie vor noch Reload-Zeit von 34 Sekunden. Ich habe jetzt hier nicht die allerbeste Crew drauf. Die hat Reparatur und Waffenbrüder, sonst nichts. Aber das reicht eigentlich vollends aus. Also ihr braucht jetzt hier auch nicht irgendwie groß auf Tarnung gehen oder Sichtweite. Mein Setup auf dem Panzer ist wie vorher auch vertikaler Stabilisator, Affenrichtantrieb und Lüftung. Also ich spiele den jetzt nicht auf ich spotte selber, sondern weil das Gunhandling jetzt halt wirklich nicht so pralle ist, spiele ich ihn tatsächlich so wie ein Kranwagen mit vertikalem Stabilisator und Waffenrichtantrieb, um quasi innerhalb der Intra-Clip-Reload-Zeit auch eingezielt zu sein. Intra-Clip bedeutet, wie lange der Panzer zwischen den Schüssen laden muss. Und das sind hier, glaube ich, 2,5 Sekunden bei dem T54-1. Und ihr erreicht das halt einfach nicht, wenn ihr nur mit vertikalem Stabilisator oder nur mit Waffenrichtantrieb spielt. Deswegen habe ich beides hier verbaut, sodass ich immer wieder auch auf größere Entfernungen eingezielt bin. So, ich nehme jetzt das Risiko hier auf mich, fahre hier vorbei. Ich habe ehrlich gesagt kurz gedacht, als der Kanaven hier stand, dass er hier schon vorbeigefahren wäre. Fange mir jetzt ein und wollte jetzt auf schnellstem Wege hier den Uni und den Löwen klatschen gehen. So, erster Schuss in den Uni rein. Vorher mit 210 mm hätte ich an der einen oder anderen Stelle beim Uni wirklich bouncen können. Aber die 248 mm auf der Standardmunition, die sind halt prädestiniert dafür, hier auch solche Panzer sofort aus dem Verkehr zu ziehen. Also ich muss sagen, das fühlt sich wirklich sehr angenehm an. Es sind zwar auf dem Papier nur 38 mm, die ihr effektiv mehr habt an Durchschlag, aber das ist halt schon der Unterschied, auch einem IS-3 frontal sicher die Oberwanne zu penetrieren oder halt nur so eine ja, 50-50 Chance. Von daher muss ich sagen, hat ihm das auf jeden Fall gut getan. Jetzt haben wir da hinten noch einen Emil. Aber ihr seht auch, ne, so wirklich, auch wenn der Löwe jetzt zum Beispiel APCR geschossen hat, so richtig sich darauf verlassen, dass ihr mit dem Panzer irgendwas bounced, braucht ihr nicht. Also es ist nach wie vor von der Panzerung her ein Medium, da hat sich nichts dran geändert. Ich weiß auch gar nicht, warum sie ihm überhaupt jetzt die Heavy-Rolle gegeben haben. Aber auf der anderen Seite könnt ihr damit natürlich für die... Ja, es soll sich wahrscheinlich so anfühlen, dass man da den Übergang vom T54-1 zum T57 Heavy so ein bisschen besser merkt. Grundsätzlich fand ich, hat man das vorher auch schon und ihr habt es ja auch gesehen, es hat sich jetzt auch gar nicht so viel geändert. Trotzdem muss ich sagen, wie gesagt, dadurch, dass man jetzt nicht die ganze Zeit auf der 2 unterwegs sein muss und vor allem auch in den wichtigen Situationen die Möglichkeit hat, nochmal ja auch die richtig fetten Heavies anzugehen mit 310 mm Panzerung, fühlt sich der Panzer jetzt einfach gleich viel effektiver an und wie gesagt, auch deutlich preisgünstiger zu fahren, wenn man das denn möchte, weil man halt nicht mehr die ganze Zeit Premium-Munition verschießen muss. Wir werden uns aber gleich auch nochmal angucken in einem zweiten Replay, dass es natürlich durchaus auch ja, Grenzen gibt für die Durchschlagskraft, wo man dann sich selbst überlegen muss, ja, lade ich jetzt dann doch APCR oder eher nicht. So, er lebt jetzt nur noch ein EBR. Wir sind schon bei 4 Kills, 6231 Schaden. Natürlich muss man dazu sagen, war das jetzt hier auch ein Geschenk, Top-Tier-Matchmaking. Da kann man immer richtig schön reinrandalieren, gerade mit so einem Autoloader. Der Schuss prallt ab.
Der Schuss war zu schlecht gezielt. Und der ist zu hoch geflogen. Also, so ein EBR zu treffen mit dem Gunhandling von dem T54-1 ist jetzt nicht unbedingt super einfach. Aber gut, es sind halt auch Radpanzer. Ihr kennt das Thema sicherlich alle selber. Da hat man halt manchmal auch Probleme. So. Guck mal. Er hat jetzt hier noch den T20 rausgenommen. Scheint ein Profi-EBR-Fahrer zu sein. Nimmt jetzt hier auch noch unseren EBR raus. So, jetzt aber auch hier Schluss mit lustig. Also, 6.376 Schaden, 5 Kills. War auf jeden Fall eine super Runde. Und ich würde sagen, wir gucken uns noch eine zweite Runde an. Ja, diesmal sind wir in einem 10er Matchmaking unterwegs. Wir haben 50-50. Die Hälfte 10er, die Hälfte 9er. Wir haben einiges an hartem Stahl dabei. E7 aus, dann T110 E4, E75, ST1. Also da ist schon ein bisschen was dabei. Hier wird sich jetzt, kann man vielleicht ein bisschen besser ableiten, was der Unterschied ist zwischen 248 Durchschlag und 210 mm Durchschlag. Hier bräuchten wir eigentlich für so ziemlich jeden Panzer jetzt die... Außer mal das Objekt 140 und den Progetto bräuchten wir eigentlich frontal für so ziemlich jeden Panzer die verbesserte APCR-Munition. Jetzt kann ich hier ganz beruhigt einfach ein AP-Magazin laden, weil ich weiß, ich habe den nötigen Durchschlag, um ja auch gegen ein bisschen bessere gepanzerte Gegner zu bestehen. Ich fahre jetzt hier so ganz klassisch in Richtung der Heavy-Linie. Das ist ja immer so eine Sache. Viele fahren hier auch dann ganz gerne in den Norden mit den Mediums und die Heavys kämpfen dann hier unten im Süden. Müssen jetzt einfach mal schauen. Ich würde jetzt hier auch nicht mich overcommitten, also mich jetzt nicht hier festnageln lassen, nach oben zu fahren, da wo der T54 Alpha jetzt hinfährt. Das ist natürlich eigentlich eine schöne Position. Das Problem ist, sie kann halt einfach so schnell gecountert werden, weil ihr dann links und rechts Mediums habt, die... Genauso wie das Objekt 140 schon auftaucht, wenn jetzt da links noch ein, also wenn jetzt hier links noch ein Medium auftauchen würde, dann wären wir schon im Kreuzfeuer. Von daher will ich da jetzt gar nicht viel höher fahren. Da kommt jetzt auch noch ein Standard B und ich signalisiere jetzt hier unserem T55 Alpha, dass er doch zurückfahren soll. Weil das da jetzt zu halten, Objekt 430 ist jetzt auch noch da. Und Gott sei Dank macht der T55 Alpha das auch. Fährt jetzt hier zurück. Ich versuche ihn so ein bisschen zu covern. Wir haben hier nicht genug Backup. Unsere ganze Machala, die dicken Schiffe fahren alle unten rum. Die Maus, der Jagdpanzer EN100. Und von daher, jetzt steht hier noch ein T110 E5. Jetzt mal gucken. Das Objekt 140 wird scheinbar gerade nicht gecovert. Dem würde ich natürlich gerne einen mitgeben. Jetzt kommt von oben eine E7. Und eigentlich wäre das ein sicherer Pen in dem Winkel gewesen. Hat jetzt leider nicht getroffen. Dafür entschuldigt sich RNG gleich wieder und wir kriegen den Amorek-Treffer auf das Objekt 140. Also 1488 Schaden sind schon auf dem Konto. Ich will jetzt hier aber auch nicht weiterkämpfen gegen den E7 in so einer ekligen Position. Standard B, Objekt 430. Also... Dann fahre ich hier lieber zu meinem Jagdpanzer-Kumpel und wir gehen gemeinsam den E75 an. Jetzt werden wir aber auch gleich sehen, dass die AP auch Grenzen kennt. Also jetzt so ein sicherer Unterwandentreffer auf dem E75 zum Beispiel ist es nicht. Da müsste man dann wahrscheinlich schon die APCR laden. Also wie gesagt, für so 8er und einige 9er reicht es locker. Aber jetzt zum Beispiel hier Turmseite abgeprallt, komisch. In die Seite geht rein. Der bounce jetzt an seiner Kanone. Und jetzt versuche ich hier in die Unterwanne zu schießen. Der Winkel ist auch zu kacke. Mit APCR hätte der jetzt locker penetriert. Aber mit AP in dem Winkel ist halt ärgerlich. Noch ärgerlicher war eigentlich der erste Schuss, den wir auf seine Turmseite gebracht haben, der eigentlich auch vom Durchschlagsindikator her grün angezeigt worden ist, der normalerweise sicherer Treffer sein sollte. Kann jetzt sein, dass der E75 ein bisschen RNG-Glück hatte. Aber ihr, wie gesagt, ihr habt doch gesehen, selbst mit 248 Pen muss man halt gucken, dass man die Gegner dann auch im richtigen Winkel penetriert. Ich könnte jetzt natürlich mich hinstellen und sagen,
ich habe das nur gemacht, um euch das mal zu zeigen. Nein, ich habe es halt einfach in dem Moment verkackt. So, warten jetzt hier alle gemeinsam gespannt auf den RV-Schuss. Der T95 zeigt an, dass er bereit ist, sich den zu fangen. Und da hat er geschossen. Man hat das nur ganz leise kurz gehört. Aber der RV hat auf die kurze Entfernung sogar daneben. Ich glaube, er hat sogar AP geschossen. Und da können wir ihm natürlich schön 3 Treffer geben. Ich gehe wieder in den Reload. Und der RV sollte jetzt eigentlich raus sein. Der T54 Alpha oder so. Einer sollte ihn da rausnehmen können. Jetzt haben wir da hinten noch einen Forscher, der jetzt hier hochpiekt. Da muss ich mich kurz in Deckung stellen. Weil ich kann noch nicht wieder zurückschießen. So, ihr seht aber, von der DPM her ist er natürlich längst nicht auf dem Niveau von dem T57 Heavy. Aber da ist der Sprung dann zum 10er halt wirklich extrem. Der T57 Heavy hat halt wirklich eine mega krasse DPM. Hier würde ich sagen, ist sie okay, aber sie ist auf jeden Fall nicht krass. So, jetzt der Stritzmann guckt gerade nicht zu uns. Und dann können wir ihn tracken. Noch einen schönen Treffer in die Seite. Jetzt hat er sich zu uns gedreht. Und auch der letzte Schuss geht leider nicht rein. In Retour fangen wir uns hier noch einen Schuss von Arti. Also sobald so ein Stritzmann die Front zu euch dreht, habt ihr halt mit dem Kaliber, was sind das hier, 105 mm Problem. Da könnt ihr nur noch die Kommandantenkuppel treffen. Deswegen immer versuchen, den Stritzmann auf Tracks zu stellen, also auf Kette zu stellen und ihn dann in die Seite feuern. Jetzt hier gegen den Progetto will ich auch nicht pieken. Der nimmt mich mit einem Schuss raus. Und es ist eigentlich auch bei dem Durchschlag von Progetto völlig egal, wo er mich trifft. Sollte eigentlich überall, fast überall ein sicherer Durchschlagstreffer sein. Deswegen warte ich jetzt hier, ob der T55 Alpha was macht. Hinter mir kommen jetzt meine geliebten Dickschiffe. Und wenn die dann nach vorne rödeln, dann können wir hier direkt mit angreifen. So, Welle gibt dem Progetto ein. Und der Progetto steht auf Kette. Er heißt sogar, ich erlöse dich. Wir haben jetzt den Progetto mal erlöst. So, vor uns müsste noch irgendwo ein Jagdtiger stehen. Ich gehe jetzt nicht nochmal in Reload, weil ich damit gerechnet habe, dass der Jagdtiger da oder irgendwas anderes da jetzt gleich aufgeht. Ruckzuck ist so ein Jagdtiger auch mal weg. Immerhin konnten wir noch einen Schuss anbringen. Jetzt haben wir noch 2 Schuss über. Maus hinten auch komplett auf Sieg gespielt. Full AP steht ja noch in der Base rum. So, da ist die Arti. Den Schuss auf die Arti verkackt. Jetzt ist eigentlich die einzige Chance. Unten die Unterwanne ist gelb. Aber RNG gibt uns hier eine Pen High Roll. Und wir kriegen immerhin nochmal 341 Schaden von der Maus ab. Jetzt wird die Maus so schnell verschwinden, dass wir gar nicht mehr dazu kommen, noch zu schießen. Aber immerhin 4800 Schaden auch in der Runde in einem 10er-Gefecht gemacht. Wir haben nicht ein einziges Mal eine APCR-Munition, eine APCR geladen. Also ihr seht, man kann mittlerweile den Panzer hervorragend auch mit Standard-Munition spielen. 2 Kills haben wir gemacht. Ich würde sagen, wir werfen nochmal einen kurzen Blick auf die Postgame-Stats. Ja, die erste Runde war ein Panzerass auf der Karte Airfield. Wir haben Großkaliber bekommen, 6376 Schaden, gucken wir mal, mit Abstand den meisten Schaden hier gemacht. Also der zweitmeiste Schaden kam hier vom EBR 90 mit 1725 Schaden. Also war schon, würde ich sagen, auf jeden Fall ein Carry. Gucken wir mal ganz kurz, 21 Mal geschossen, 19 Mal getroffen, 18 Mal penetriert. Insgesamt 6376 Schaden, 390 Unterstützungsschaden. Wir haben hier 13700 Credits miese gemacht, weil ich den Panzer mit großem Webkit, großem Medkit und Ration fahre. Also selbst wenn man dann an der Premium-Munition spart, muss man das natürlich auch wieder reinfahren. Aber ich persönlich sage mir, im 9er und 10er Bereich muss ich da wirklich nicht dran sparen. Das kann ich dann im 8er Bereich und alles, was da drunter ist, machen. Und vor allem ist ja diese Woche auch wieder Frontline, also Credit-Regen sowieso ohne Ende. 7 Minuten 13 hat die Runde gedauert. Gucken wir mal auf die zweite Runde. Das war erster Klasse, 157.000 Credits, 3732 Erfahrung. Gucken wir hier mal ganz kurz drauf. Auch Top-Damage im 10er-Gefecht mit 4833 Schaden, 2 Kills, 1244
Basiserfahrung hat nicht zum Panzerass gereicht. Also im Moment haben wieder ziemlich viele den T54-1 ausgepackt und da liegt das Panzerass dann wieder ein bisschen höher. Gucken wir mal ganz kurz drauf. 20 Mal getroffen, 20 Mal geschossen, 19 Mal immerhin getroffen, aber nur 12 Mal penetriert. Ihr habt gesehen, es kommt schon dann auch auf den Winkel an, gerade bei sowas wie einem E75 etc. 600 Unterstützungsschaden in 7 Minuten und 9 Sekunden und weil wir hier eine persönliche Tagesmission erledigt haben, haben wir insgesamt dann noch 61.000 Credits plus machen dürfen. Ich hoffe, ihr habt eine kleine Vorstellung davon bekommen, was der T54-1 ist, ob er jetzt Medium oder Heavy ist. Ich hatte den ja schon, wie gesagt, recht lange nicht mehr auf dem Kanal und ihr habt auch gesehen, allzu groß sind die Änderungen nicht, aber alle, die den vielleicht auch aus Kostengründen jetzt häufiger mal haben in der Garage stehen lassen oder wo er schon verstaubt ist oder sich den Grind nicht antun wollten, ich finde, den kann man jetzt hervorragend spielen, weil er, wie gesagt, jetzt diese 248 Durchschlag hat. Ihr habt auch gesehen, dass das hervorragend auch im 10er-Bereich funktioniert. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Und für alle, die am Ton rummosern, ja, es ist mir bewusst, dass das Mikrofon hier nicht der Weisheitsletzter Schluss ist. Ich persönlich komme mit dem Rode Procaster nicht so richtig klar wegen der Dynamik in dem Mikrofon. Ich habe jetzt mir schon wieder ein anderes Mikrofon, wieder ein Kondensatormikrofon bestellt. Ähnlich wie das alte Blue Yeti, was halt einfach alles rundherum aufnimmt, wo ich dann hoffe, dass wir wieder eine adäquate Tonqualität hinbekommen. Und dann wird dieses Mikrofon hier zurückgeschickt. Ich bin halt, wie gesagt, nicht so glücklich mit dem Mikrofon. Habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.